Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lynchhead-Modifikation. Auf der Brandschat-Karte sind wir wieder unterwegs, natürlich wieder auf Schlimm 7 und natürlich wieder mit Atemschutzlogik aktiv. Jawohl, wir haben ja auf der rechten Seite oben jetzt gerade noch zwei Einsätze offen von der letzten Folge. Ich nehme diese Folge also direkt wieder im Anschluss von der letzten Folge auf. Und ja, da sind uns ja auch leider zwei Feuerwehrleute umgekippt. Das heißt, es kommen jetzt gerade ganz viele Rettungswagen und so weiter hierher, weil ich leider einen Einsatzort vergessen hatte. Und die Feuerwehrleute mir dann umgekippt sind, weil ja die Atemschutzlogik aktiv ist. Naja, auf jeden Fall kommen auch noch Einsätze bzw. Rettungswagen von anderen Einsätzen, gerade von dem Verkehrsunfall mit dem LKW ist gerade der letzte Rettungswagen angekommen anscheinend und von einer Vergiftung kommt gerade auch noch ein Rettungswagen hierher. Also wir haben sehr viel zu tun für den Rettungsdienst, sieht man auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit auch neue Einsätze reinkommen, nehme ich gerade mal die Einsatzpause raus bzw. den Einsatzstopp und dann gucken wir mal, was uns heute in dieser Folge erwartet. Wir spielen übrigens wieder mit der Version 1.1.0, das heißt mit der aktuellsten Version, jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt. Ja, am 2. Oktober nehme ich gerade quasi diese ganzen Folgen auf mit der neuen Version. Und TH3-CO-Austritt. Oha, da haben wir auf jeden Fall einiges zu tun. Im Kino TH3-Gasaustritt. Da muss ich gerade mal gucken, wie war dieser Einsatz. Ganz kurze Pause. Hatte ich da irgendwie Stichwort Alarmierung, was passendes? Bombendrohung, bla 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 bla. Sprengung, Terror, Gefahrenstelle, Gefahrenabsicherung, Werk, ABC, Gefahrguteinsatzstufe. 1, 2, Werkfeuerwehralarm. Ich weiß auch nicht genau, was das alles bedeutet. Das ist wahrscheinlich dekontaminiert oder so. Da ist irgendwie Gefahrguteinsatz. Was kommt denn da alles raus? Nur mal so als Frage, als rein interessenhalber. Da kommt auf jeden Fall ein KDOW. Den ich jetzt Achso, ich kann den jetzt gerade nicht rausschicken, weil Dinge. KDOW. Der Dekon kommt da auf jeden Fall. Und das war's. Okay. Ach du Scheiße, sind das viele. Ach du Scheiße, sind das viele. Gut, nee, dann gucke ich lieber so durch. Hier das GWMS noch so raus. Schicke schon mal, dass wir die Leckagestelle quasi so schnell wie möglich finden. Dann brauchen wir auf jeden Fall Manf 10. Wo wir das ganze Zeug hinstellen, habe ich noch keine Ahnung. Da müsste man auf jeden Fall mit der Feuerwehr gleich alles Mögliche dicht machen. Ich parke jetzt erstmal hier so die ganze Straße entlang, die Fahrzeuge. Hauptsache, die sind schon mal auf dem Weg. Hauptsache, die sind schon mal auf dem Weg. Das ist natürlich ein echt bitterer Einsatz. Oh Gott, was eine lange Kette. Polizei. Ich will hier dicht machen, damit hier nicht noch weitere Leute hinlaufen. Und wir Probleme bekommen, weil da laufen noch weitere Leute rein. Und das sind mehr als genug Personen schon an der Einsatzstelle. Also wirklich mehr als genug. Aber sonst so irgendwie feuerwehrmäßig würde ich sagen, schicke ich einfach mal ein paar Einheiten hierher, damit die mir beim Tragen helfen können. Von der Werkfeuerwehr. Gut. Einsatzleiter kommt gerade an von der Werkfeuerwehr, das ist doch schon mal gut. GWMS wäre mir ganz lieb und dann, ach du Scheiße, ich weiß nicht, wie viele Personen das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 rum. 26, 27. Sind schon ein bisschen viele. Muss man nett auszudrücken. Es sind ein bisschen arg viele. Okay, da steht ja auch noch eine Person. Das werden immer mehr. Gut, wir müssen mit der Polizei hier unbedingt abriegeln. So, wir sind ganz schön hart an der Wolke dran, wollte ich gerade sagen. Da kommt nämlich gerade so ein, da kam gerade so eine kleine Wolke rübergezogen. Verdammt. Ja, komm, schick mir noch einen Diebstahl rein. Alles klar. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird knapp mit den Polizisten, weil diese eine Wolke halt da leider auf dem Weg war. Das war jetzt nicht ganz so praktisch. Gut, GWMS ist da. Ja, damit müssten wir jetzt erstmal die Leckagestelle suchen. Gucken, was hier wirklich jetzt los ist, woran es liegt. Und mit den ganzen Leuten müssen wir dann die Person ins GW beziehungsweise in den Dekon rein. Okay, da laufen auch gerade Leute noch Richtung Dingens. Das ist natürlich nicht gut. Da drüben ist es doof gelaufen, wie gesagt. Da oben kommt auch noch eine Frau hier entgegengelaufen. Die müssen wir auch noch stoppen. Hallo. Hierher. So, das ist auch ein bisschen arg nah dran. So, wo seid ihr, liebe Feuerwehrleute? Genau, wie war das nochmal? So.
Prüft mal schön. Während der ein oder andere ja schon mal anfangen kann. Hier Personen aufzunehmen. Wir hatten doch auch noch Abrollbehälter Dekon, genau. Dass wir hier mit mehreren Fahrzeugen irgendwie versuchen, die ganzen Leute zu dekontaminieren. Da hatten wir irgendwo einen Streifenwagen hingeschickt, genau hier. Fahr dir mal hinterher. Hat er Leck gefunden oder so? Ich sehe nämlich doch da. Ich habe gerade nichts gesehen. Davon. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, hier würde ich schon mal sagen, aufnehmen, 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 aufnehmen. Ja, so viel wie möglich aufnehmen. Aufnehmen, aufnehmen. Erstmal schön festhalten. Wir haben ja auch schon Personen rumliegen, die sehen nicht mehr ganz so lebendig aus, ehrlich gesagt. So, normalerweise müsste das Gas jetzt weniger werden. Aufnehmen, 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 aufnehmen. Du vielleicht langsam mal den Abrollbehälter runterlassen, Zelte aufbauen und so weiter. Wir werden beide Zelte brauchen. Ich schicke schon mal die Einheiten hoch. Und wir können hier schon mal anfangen, die eine oder andere Person zu dekontaminieren, bevor sie umkippen. Weil wir haben eigentlich genug zu tun. So, das Zelt wird jetzt wieder nicht korrekt dargestellt, ist aber auch nicht so wild. Ein Zelt mal so hin. Würde ich sagen, weiteres Zelt. Klatschen wir einfach nochmal so daneben. So. Also, drei Leute da rein, drei Leute da rein. NEF. Brauchen noch einen Notarzt für das eine Zelt und für das andere auch noch. Einmal da rein und du einmal in das andere Zelt. Du einmal dort rein, genau. Dann können wir schon mal anfangen, die Person, die wir nicht mehr dekontaminieren müssen, weil vielleicht schon verstorben oder was weiß ich. Habe ich... Ich habe hier die Leute ins gleiche Zelt reingeschickt. Sorry. So. So. Da dekontaminieren. Okay. Weiter geht's hier hinten. Haben wir den Abrollbehälter. Kann hier gerade nicht runterlassen. Hab ich noch bei der Werkfeuerwehr ein paar Leute. Ja, vom LF. Ein TLF notfalls auch noch. Aber gut, ich muss sowieso jetzt die ganzen Leute erstmal irgendwie hier rumklicken können. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mehr Leute habe, ich komme dann sowieso nicht nach. Also ich versuche jetzt trotzdem so schnell wie möglich hier natürlich voranzukommen. So, kannst du jetzt bitte mal hier den Abrollbehälter runterlassen? Danke. Ich bringe auch schon mal ein paar Leute nach hier hinten. Ein paar Leute vielleicht hier zum Dekon oder in die Richtung langsam. So, bau mal auf. Bau mal auf, dass wir da rein können. So ein bisschen die Leute verteilen. Ja, egal wohin. Hauptsache ins Dekon erstmal und dann ins Zelt. Er sieht auch nicht mehr ganz so gesund aus. Aber das ist, glaube ich, der Einsatz, wo so viele Leute leider versterben. Und ich habe den... Eigentlich sollte der Streifenwagen ja folgen. Aber sobald er halt einmal dann auf der Höhe ist oder beziehungsweise ja kurz rumsteht, folgt er nicht mehr. So, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genauso hier. So, ihr helft jetzt hier auch mal ein bisschen mit. So, ab ins Zelt. Da liegt auch noch ein guter Herr. So, ab ins Fahrzeug. Dann hier geht's weiter, da liegt auch noch eine Person rum. Ab ins Zelt. Gar nicht da, erst die andere Richtung schleifen. Er kann auch direkt ins Zelt, er schnauft schon ein bisschen arg ungemütlich rum.
So, weiter geht's hier. Nächste Person. Die Person aufnehmen, ab ins Zelt. Die Person auch aufnehmen. Ja, direkt schon mal so ein schön stressiger Einsatz zu Beginn der Folge. Das ist natürlich immer nice. Ab ins Zelt. Ja, schon ein paar verstorbene Personen. Passiert. Ich hätte jetzt gern den Einsatz auch mal dann irgendwie unter Kontrolle. So, bevor der noch abhaut. Das wäre echt peinlich. Ja, die schleifen die Person halt gerade wieder ein bisschen weg. So, komm. Ab ins Zelt. Ich brauche die Leute gerade mal mehr auf der anderen Seite hier drüben. Meine Polizisten sind auch umgekippt, aber erstmal kein Thema. Erstmal kein Thema. So, wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst. So, du nimmst mal die Person auf, du nimmst mal die Person auf, die schon das Verletzten-Symbol hat. Die gute Frau kann auch mal ins Zelt gebracht werden, wäre ich sehr dankbar drum. Okay, ist auf dem Weg. Brauchen hier drüben noch Einheiten. So, ein bisschen verteilen. Dann haben wir da noch eine verletzte Person. Die können wir auch gerade dahin bringen. Da liegen auch noch zwei rum. Ja, nicht hinlegen. Direkt wieder aufnehmen. Ab ins Zelt. Ab ins Zelt. Was haben wir da drin? 3-3. Ich könnte schon mal den ein oder anderen Rettungswagen hier ans Zelt bringen, damit wir dann direkt anfangen können, die wegzutransportieren. So, das Dekon parken wir gerade mal um. Wir haben hier noch mehr verseuchte Personen als auf der anderen Seite. So, die habe ich jetzt fast wieder vergessen hier hinten. Ansonsten hier oben sieht es gut aus. Da haben wir schon mal alle. Zelt voll. Zelt ist voll. Okay, deswegen ging das nicht mehr. Leer machen. Leer machen. So, hier starben sich jetzt gerade die dekontaminierten oder entkontaminierten Personen. So, da kann auch noch jemand rein. Dann läuft schon mal hier die Richtung. Ist das Zelt auch voll? Das ist auch voll. Alles klar. Wir haben noch ein paar Rettungswagen vor Ort. Die sollen gerade mal hier oben hingefahren kommen. Ich rufe jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr Verstärkung. Auch mal KTW vielleicht. Kriegt man KTWs hier nicht mehr angezeigt? Oder war das auch vorher schon so? Kann man das gerade einfach nur überlese. So, Alarm. So, Hauptsache wir kriegen jetzt die Zelte wieder ein bisschen Platz da drin, das wäre ganz gut. Da wäre jetzt auf jeden Fall wieder ein Platz frei. Oh, ich habe die Leute rausgeschickt. Entschuldigung. Wieder rein ins Zelt, wollte ich nicht. Große Sorry. Ist ein bisschen chaotisch vielleicht. So, die sind wahrscheinlich alle schon verstorben, so wie es aussieht. Du gehörst zu dem Fahrzeug. Gut, dann kannst du auch los. Ihr könnt los. So. Person ab ins Zelt. Die sehen alle nicht mehr so ganz lebendig aus. Das ist aber auch so ein Einsatz, das kannst du eigentlich kaum schaffen. Die gute Frau hier, die könnte es noch schaffen. Jetzt auch mal um die Polizisten von mir kümmern. Da hat der Bestatter wieder Spaß. Da hat der Bestatter wieder Spaß, auf jeden Fall. Es ist Katastrophe. Das ist einer dieser Einsätze. So, die können auch weg.
So, Polizist hier, Polizist da. Die verletzten Personen da oben, die sind eh schon alle verstorben. Da brauchen wir, können wir eh nichts weiteres machen, sehr wahrscheinlich. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. So, ihr wollt da keine Person mehr reinstopfen, weil Zelt voll, oder wie? Dann lass dich anklicken und versuch mal mit einem anderen Zelt, klopf da mal an. Der gehört zu dem Rettungswagen, dann auf, los geht's. Warum nicht da wieder eine Person rum? Einmal Dekon. Nochmal Dekon. Die drei Personen. Warum hält er die Person nicht fest? So, ab in die Richtung. Zu den Zelten. Da sind jetzt noch zwei Plätze frei. Mal die Leute hier ein bisschen wegschaffen. Ich mag das nicht, wenn die so den Eingang verstopfen und dann manche Personen Wegfindungsprobleme haben. Da sind auch noch zwei drinne, alles klar. Ja, das Zelt, da ist eigentlich kein Platz mehr dafür da. Da ist Platz für zwei. Wenn die zwei jetzt die Person da reinschleifen, dann ist das wieder voll. Da haben wir einen Polizisten. Oh. Da wird mir wohl die Luft ein bisschen knapp, wa? Da wird wohl die Luft ein bisschen knapp. Aber ich sehe auch gerade nicht, wer der Maschinist ist oder sowas in der Art. Also es wird schwer zu erkennen. Ich würde sagen, zieht euch einfach alle mal um. Ja, zieht euch einfach alle um. Normalerweise hat man ja immer noch so ein bisschen Zeit, wenn es pfeift. Okay, da haben wir einen Polizisten. Der andere ist schon im Zelt drinne. So, die sollen sich gerade einfach alle umziehen. Dann kippt mir nämlich keiner um. Wer pfeift denn jetzt noch? Du? So viele haben wir doch eigentlich gar nicht mehr. So, hier haben wir eine Reihe mit verstorbenen Personen. Habe ich noch einen Notarzt? Nee, habe ich nicht. Gut, brauche ich auch noch. Weiteres NEF wird hier benötigt. Damit der eine Rettungswagen sich hier mal auf den Weg machen kann. So, Rettungsdienst. KTW. Den schicken wir mal raus. Der kann nochmal herkommen. Ansonsten haben wir sonst noch irgendwas Schönes. Der NRW. Vielleicht auch nicht verkehrt. So. Brauchen auf jeden Fall noch Transportmöglichkeiten. Es pfeift auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alle möglichen Feuerwehrleute umgezogen. Das ist schon mal gut. Die können auch schon. Oh, nee, da steht noch jemand. Wie viele verstorbene Personen. Aber das ist einer dieser Einsätze, wo du eigentlich kaum verhindern kannst, dass da Leute wegsterben. Es sind 25 Personen von Anfang an gewesen. Es kamen noch ein paar angelaufen, bis wir das gestoppt hatten und so weiter. Von der Klickerei her, ob jetzt ein Fahrzeug hier früher oder später da gewesen wäre, es hätte keinen Unterschied gemacht, weil man es einfach nicht schaffen kann vom Klicken her. Alleine. Im Multiplayer ist es schon wieder was anderes. So, der Polizist da oben sammelt schön die Leute. Das macht eigentlich unser Diebstahl. Ganz schön weit gekommen, oder? Er ist so über die halbe Map gerannt, aber ich hatte Besseres zu tun gerade, als mich hier drum zu, als mich um den anderen Einsatz zu kümmern. Den kleinen Diebstahl. Da haben wir jetzt alle in den Zelten drinne. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Noch mal ein paar Fahrzeuge. Wir haben nämlich noch so viele Verletzte hier. Wir haben da noch 5 Personen drin, da noch 3 Personen jetzt aktuell. Es sind schon einige. Da kommt der NRW. Notarzt steht auch schon hier hinten. Wunderbar. Leitende Notarzt hätten wir auch noch zur Verfügung. So, da sollen wir da einsteigen.
Krankenhaus freut sich wieder. Und der Bestatter freut sich wieder. Der hat jetzt wieder seinen kompletten Jahresgehalt in einem Tag verdient. Das ist nicht schlecht. So, der Streifenwagen hat keine Besatzung mehr. Die ist auf dem Weg ins Krankenhaus. So, was haben wir denn hier Schönes? Biologische Kontamination, innere Verletzung. Oha, bestimmt Verätzung oder so in der Art. Der Rettungswagen mit Notarztbegleitung, der kann los. Was ein Gedudel hier. Einiges los. Einiges los hier. So, der kann auf jeden Fall weg. Der kann auf jeden Fall weg. Ups, ausgesehen. Pausiert angeblich. Ja, das wird manchmal auch falsch dargestellt. Wenn man nämlich alles ausblendet und drückt auf Pause. Beziehungsweise andersrum. Man kann es auf jeden Fall machen, dass dann da steht Pause, obwohl das Spiel ganz normal weiterläuft. So, er soll sich gerade auch mal umziehen. Hat auch noch Kleidung an. Wie viele Verstorbene einfach. 8 Stück. 8 Personen. Naja, gut. Ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres Fahrzeug. Deswegen schicke ich jetzt gerade nochmal einen Rettungswagen los. Kommt aus der Wache 4. Man sieht, es war einiges unterwegs. Eigentlich fast alles. So, die sind auf dem Weg zur Wache, alles klar. Wollte ich gerade nochmal nachgucken, ob das alles läuft bei dem Einsatz. Müssen dann mit der Polizei auch noch nach Beweisen suchen. Beziehungsweise Hinweise suchen, was jetzt eigentlich wirklich passiert ist. So, das Zelt kann weg. Dann kann der leitende Notarzt von mir aus seinen Job begehen oder halt hier der normale Notarzt und kann langsam anfangen, Bestatter zu ordern. Das wird auch ein bisschen dauern, weil wir haben, glaube ich, nur ein paar Bestatter zur Verfügung. Und ja, wir brauchen ja ein paar mehr. Genau, ich rufe jetzt einfach mal ein paar Bestatter. Wir haben ja jetzt mittlerweile hier das Feld zum Auswählen. Ich glaube, 4 Bestatter sind es insgesamt. 3 sogar nur. Okay. Ja, da müssen wir ein paar Mal hin und her fahren. Das wird noch ein bisschen dauern. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich schicke langsam die Feuerwehr schon mal weg, dass wir die Straße wieder einigermaßen frei bekommen. Der Streifenwagen soll auch wegfahren, hat keine Besatzung mehr, der ist leer, fährt jetzt automatisch zurück zur Wache und dann müssten mal wieder Polizisten reinspringen. So, ich würde jetzt auch jetzt gucken, dass wir erstmal die Straße frei bekommen. Das heißt, die Bestatter sollen sich erstmal darum kümmern. Das Zelt können wir leer machen, die können losfahren. Das ist echt immer ein heftiger Einsatz. Heftig, heftig, heftig. Ich meine, es ist total cool, spannend. Es ist halt wirklich, wir sind jetzt fast, Entschuldigung, Nase läuft, muss gerade mal ein bisschen Nase putzen. Wir sind jetzt fast 25 Minuten mit dem Einsatz hier beschäftigt. Ist heftig. So, Beweise hatten wir uns angeschaut. Ansonsten nur noch wirklich Patienten abtransportieren. Da stehen auch schon 2 weitere da, die lassen wir gerade mal ein bisschen näher dran fahren. Wie gesagt, ich will erstmal die Straße jetzt frei bekommen. Hier hinten, das ist erstmal eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, der Verkehr kann wieder dran vorbeifließen. Leider auch jüngere Personen unter den Verstorbenen. Das ist natürlich immer ein bisschen demotivierend. Der Polizist sammelt hier gut Leute. Wenn man aber jetzt noch bedenkt, ich hätte hier die ganzen Leute nicht gestoppt, oben auf der Straße nicht gestoppt, dann hätten wir nochmal 10 Personen mehr gehabt. Oder mehr vielleicht, oder 20 oder 30, was weiß ich, wie viel da noch nachgelaufen gekommen wären. Wir wären sowas von am Arsch gewesen. Sowas von.
Ich würde auch die Notärzte, die anderen schon mal wegschicken. Was wir nicht mehr brauchen, der Leiter Notarzt soll sich dann hier um die ganzen Bestatter kümmern, beziehungsweise die können wir auch so einfach selber nachrufen. Geht ja mittlerweile alles. Das kann weg. Ich stelle mich mit der Polizei dann erstmal nochmal hier hin, dass die Straße dicht ist mit dem anderen Streifenwagen. Hier müssten wir uns theoretisch auch nochmal hinstellen, dass die Sicht ein bisschen verdeckt ist. Das machen wir mit dem hier vielleicht. Dass man da nicht so drauf gaffen kann. Mit dem machen wir hier auch nochmal dicht, dass die Straße wenigstens zu ist. Der leitende Notarzt könnte theoretisch gerade mal sein Fahrzeug dann auch hier hinstellen. So. Man muss da jetzt nicht so ganz wild drauf gaffen. Muss ja nicht sein. Gut, Bestatter. Einer ist schon wieder verfügbar. Soll schon mal sich auf dem Weg hierher machen. Der Rettungswagen ist erstmal außer Betrieb. Der muss sauber gemacht werden. Okay. Können wir hier gerade mal mit Flatterband ein bisschen zumachen. Bei so viel Verstorbenen müssen wir hier mal so ein bisschen dicht machen. Da würde ich sagen, machen wir so hier rüber. Wenn es funktioniert, funktioniert nicht. Dann machen wir so, ein bisschen schräg. Machen dann nochmal Flatterband von da nach da. Und die Bestatter können ja notfalls hier über die Wiese fahren. So, schon wieder ein weiterer verfügbar. Die ganzen Rettungswagen kommen gerade vom Krankenhaus zurück. Deswegen fahren die alle wieder durch. Auch der KTW, der nächste Rettungswagen. So, haben wir ein bisschen abgesperrt. Nächster Bestatter ist wieder frei. Kann auch gerade mal wieder angefahren kommen. Haben wir jetzt den einen KTW da drinnen gefangen? Ja, sehr schön. Sehr schön. So, haben wir ein bisschen mit Flatterband abgesperrt. Und die Sicht verdeckt der KTW gerade perfekt. Der Bestatter fährt über die verstorbene Person drüber. Das ist natürlich auch nicht so ganz die nette Art und Weise, aber naja. Tut keinem mehr weh. So. Ich kann die Kommentare jetzt schon wieder vor mir sehen. Ich kann die Kommentare zu den ganz Verstorbenen jetzt schon wieder vor mir sehen. Auf YouTube. Das wird wieder spannend. Och Mann. So. Gucken wir mal. Immer noch kein weiterer frei. Okay. Einer ist noch auf dem Weg. Wir haben es aber gleich. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Der KTW, der verdeckt so schön die Sicht hier. Der kann eigentlich da bleiben. Gut. Heißt abwarten. Okay, ist schon wieder ein weiterer frei. Da kommt gerade der andere. Parken wir einfach so komisch da drin, das passt schon. Ich würde den leitenden Notarzt auch schon mal wegschicken. Sagen wir, der hat seinen Job getan, hat alle gesichtet. Gehen wir mal einfach davon aus. Der andere Bestatter. Die haben wirklich gut zu tun. Ich hoffe auch, dass sie hier unter dem Gebäude an die Person drankommen. Boah, sogar Zwillinge haben. Hat's erwischt. Jetzt haben wir die gleichen. Haben die jetzt schon jemand aufgenommen? Nee, oder? Jetzt. Okay. Das haben wir eigentlich viel zu selten an, das rote Lichtchen. Das ist ja quasi der Sammelpunkt. Beziehungsweise Sammelpunkt, da ist halt derjenige, der die Einsatzgewalt an sich gerissen hat. Der entscheiden kann, wie der Einsatz abläuft. So. Noch zwei Stück brauchen wir. Die sind jetzt beide auf dem Weg. Und dann haben wir auch tatsächlich alle. Ging dann doch recht schnell, ja, dass wir die weggeschafft haben mit nur drei Bestattern. Die acht verstorbenen Personen.
von 28 Leute waren es, die dekontaminiert waren, die beziehungsweise die kontaminiert waren, die dekontaminiert werden mussten. Und davon hat man ganz viele verletzte Personen, viele sind umgekippt dadurch und so weiter und so fort. Dafür geht's fast noch, dass es nur 8 Personen waren. So, jetzt wird's natürlich spannend. Kann das sein, dass ich die eine Person gar nicht aufnehmen kann, weil die von dem leitenden Notarzt schon so ein komisches Symbol bekommen hat? Nö, doch, jetzt ging's. Also, ich glaube, er hat's jetzt wahrgenommen, der Bestatter. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja. Macht er was? Jetzt doch wieder nicht. Kann halt auch sein, weil die mitten im Gebäude drin liegt. Da wird Symbol angezeigt. Manchmal blinkt's auf. Also, ich glaube, wir werden damit noch unseren Spaß haben. Nö, ich finde gerade den Spot nicht, wo ich da sagen kann, ja, nimmt die Person mal auf. Ich meine, wir können es theoretisch nochmal über einen Notarzt versuchen, dass der... Dann ruft er ja eigentlich nur einen weiteren Bestatter und nicht... Das ist doof. War da nicht eben gerade wieder das Symbol ganz kurz? Hm. Naja, die anderen können auf jeden Fall schon mal wegfahren. Oder mit dem Feuerwehrmann nochmal versuchen, die Person aufzunehmen und wegzuschleifen. Das wäre auch nochmal eine Option, aber ansonsten... Ja. Haben wir theoretisch alle. Ah, da war wieder das Symbol ganz kurz. Warum kommt das manchmal und geht dann wieder? Warte jetzt nochmal ganz kurz, bis die Feuerwehr da ist. Und wenn es mit der Feuerwehr auch nicht geht, dass wir die Person da irgendwie aufnehmen können oder rausschleifen können, dass dann die Bestatter die aufnehmen können, dann lassen wir es einfach so. Wir können aber schon mal in der Zeit, bis die Feuerwehr da ist, hier die Straßensperre wegmachen. Ansonsten haben wir irgendwo hier oben, genau, da haben wir auch noch einen Sammelpunkt. Bedenkt, die werden alle noch da reingelaufen. Uiuiuiui, da hätten wir unseren Spaß gehabt. Aber hallo, es wären bestimmt 40, 50 verletzte Personen dann gewesen. So, der Gruppenführer kann sagen, nimmt die Person auf. Der Feuerwehrmann hat es hingekriegt. Wir schleifen die Person jetzt mal hier hinten auf die Straße zu dem Bestatter. Dann würde ich auch hier schon mal gleich die Polizei wegschicken. So, legt die einfach mal da hin, das passt schon. Jetzt könnt ihr die Person aufnehmen. Und die Feuerwehr kann also wieder weg. Die können die Person aufnehmen. Haben wir die letzte Person weggeschafft. Und, dann sind wir, wie gesagt, durch. So, die können alle weg. Die können weg. Die können auf Streife. Die können auf Streife. Hier oben, die haben wir jetzt auch auf Streife geschickt. Somit haben wir es geschafft. Ja, leider 8 Personen verstorben. Aber, ja, bei der Anzahl von verletzten Personen plus dekontaminierten Personen, beziehungsweise kontaminierten Personen, sind wir noch recht glimpflich, glaube ich, davon gekommen. Ja, es ist ein schwerer Einsatz. Sehr cool, sehr spannend auf jeden Fall, aber halt auch wirklich, da ist man an der Grenze von der Klickbarkeit. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr cooler Einsatz. Macht auf jeden Fall mega Bock. Ich hoffe, dass euch diese Folge auch gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Gerne natürlich auch die Videos teilen, würde auch sehr weiterhelfen. Dann könnten wir noch ein paar weitere neue Gesichter auf dem Kanal begrüßen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.